Moin Moin und willkommen zurück. Heute wieder ein neues Video aus meiner Werkstatt. Heute werden wir mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar widmen wir uns heute mal dem Motorenöl bei meiner 48. Ja, wir werden also einen Ölwechsel machen und ich zeige euch heute mal, wie das geht. Aber vorher erstmal ist warm. Prost! So, für den heutigen Ölwechsel habe ich mein Moped schon mal ein bisschen aufgebockt auf unsere tolle Hebebühne rauf. Hier haben wir den Öltank, wo man nachher auch das Öl einfüllt. Das ist der Stopfen für den Ölmessstab. Hier einmal drücken und drehen, kann man das Öl, sag ich mal, den Ölstand abmessen. Ja, haben wir eine Skala drauf. Minimum und Maximum sollten eigentlich uns immer in der Mitte befinden. Den Ölstand messen am besten immer, wenn der Motor warm ist. Also den Ölstand messen wir immer, wenn der Motor warm ist. Nie im kalten Zustand, weil dann kann das, ich sag mal, Ableseergebnis dort ein bisschen abweichend sein und nicht wirklich stimmen. Deshalb am besten laufen lassen, so 2 Minuten. Dann Ölmessstab raus, einmal sauber machen, Ölmessstab wieder rein und dann einfach auf die Skala ablesen. Dann wisst ihr, wie viel Öl da drin ist. Heute aber brauche ich das nicht, weil mein Öl kommt raus. Und auf diese Reise nehme ich euch mit, damit das jeder auch mal selber machen kann, weil dafür muss man echt nicht in die Werkstatt fahren. Ich erkläre euch und zeige euch, wie es geht. So, den Ölwechsel zu machen ist eigentlich relativ einfach. Also wirklich, das kann echt jeder machen. Braucht man gar keine großartigen Kenntnisse für haben. Was ich immer mache, ich mache den einmal hoch, mache ihn ein bisschen auf, damit er ein bisschen Luft ziehen kann. Desto besser läuft uns das Öl im Endeffekt ab. Mensch, ist heute eng hier. Und dann so, mal gucken, ob man das hier so schön sieht. Ich habe mir auch eine Ölwanne untergestellt. So, hier haben wir so einen schönen Schlauch. Ja, mit so einem Stopfen drinne. Das ist im Prinzip unser Schlauch, über den wir das Öl ablaufen lassen können. Da müsst ihr mal bei euch gucken, ob er da auch hängt. An der Stelle kann auch sein, dass er ein bisschen weiter unten ist. Wenn da irgendwo so ein Schlauch hängt mit so einem Stopfen drin, dann ist er das. So, nehmen wir die Klammer ab und tüdeln uns mal den Schlauch jetzt hier irgendwie durch. Das ist immer ein bisschen Fummelei. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Schlauch, der rausgeht. So, das war es im Endeffekt schon. Also eigentlich relativ einfach. Ich habe jetzt hier ein bisschen Kratzer drin, den muss ich mal wegmachen. Ich habe mir jetzt extra eine Ölwanne geholt zum Auffangen. Also die habe ich nicht jetzt extra dafür geholt, die hatte ich schon länger, wie man sieht. Die werden wir jetzt hier einmal aufmachen und ihm hier ein bisschen Luft geben, damit er auch schön da reinlaufen kann. Ja, und schon kann das Ganze eigentlich losgehen. Mit wenigen Handgriffen. Hier haben wir jetzt eine schöne Schelle. Die machen wir jetzt mal ab. Und wie gesagt, ihr seht ja selber, das ist echt nichts Dolles. Also ich nehme die Schelle mal ab, weil mir fällt die meiste mal in den Ölbehälter rein. So, und jetzt heißt das bloß noch Stopfen ziehen und schnell sein, damit die Pfoten nicht wieder so voll sind. So, das war's. Und schon lasst ihr das Öl ab. Das lassen wir jetzt ablaufen. Und dann können wir auch schon anfangen, nachher mit befüllen. Normalerweise würde man jetzt noch den Ölfilter rausnehmen und den tauschen. Das mache ich aber nicht jedes Mal. Das mache ich echt bloß jedes zweite Mal mit dem Ölfilter. Da ich die Intervalle eben ein bisschen kürzer mache, macht das für mich keinen Sinn, das so oft zu machen. Das lassen wir jetzt laufen. Gesamtölmenge kommt rein nachher 2,6 Liter. Da wir den Ölfilter nicht mit wechseln, sind wir bei 2,45 Liter an Öl, was wir dort reinfüllen. Es ist ein 20W50 Öl, aber das zeige ich euch später nochmal. Ja, das Öl läuft langsam raus auf meinem Moped. Und dann nutzen wir die Chance oder beziehungsweise die Gelegenheit jetzt einfach mal in der Zwischenzeit, wo das Öl so schön raustropft, für ein fettes Dankeschön an alle Abonnenten. Wir haben fast die 1000 erreicht. Ich glaube, 34 war vorhin aktuell, die noch fehlen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn wir die 1000 erreicht haben, dann werde ich eine kleine Sache verlosen. Und zwar ab 1000 Abonnenten, dass ich dann ein Gewinnspiel machen werde.
So, das heißt, ich werde ein separates Video machen und dann wird es ein kleines Gewinnspiel geben. Jetzt seid ihr gespannt, was es zu gewinnen gibt. Ich zeige euch das mal. Zu gewinnen gibt es eine Schwingensatteltasche aus echtem Leder, robust, stabil, also wirklich ganz dickes Leder mit super geilen Verschlüssen. Ja, passend für jede Harley Sportster und 48. Deshalb auch die 48 da drauf. Und die gibt es zu gewinnen. Es handelt sich dabei um eine echte Handarbeit, angefertigt von einer Lederschmiede aus Ostfriesland. Und ihr könnt sie gewinnen. Und wie ihr sie gewinnen könnt, das sage ich euch, wenn es soweit ist. Und wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, dann wird es ein kurzes Video geben dazu, zu dem Gewinnspiel. Und dann erfahrt ihr auch, wie ihr daran teilnehmen könnt. Unser Öl tropft immer noch fleißig vor sich hin. Ja. Flugzeuge fliegen auch schon wieder. Ja, lassen wir es einfach jetzt mal laufen. Dauert halt ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja, das Längste an dem Ölwechsel ist echt das Abfließen des alten Öls aus dem Motor oder beziehungsweise aus dem Öltank. Das dauert länger als der ganze Ölwechsel eigentlich, ne? Also im Regelfall dauert so ein Ölwechsel komplett nicht länger als 20 Minuten. 25 sage ich jetzt mal, wenn man mit Filter macht, aber in 20 Minuten ist man in der Regel damit durch. Die Kosten halten sich in Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Ölwechsel bei Harley kostet, aber beim Stundensatz von, weiß ich, 120 €, was sie haben, ist es schon mächtig teuer. Das Öl kostet, ich kaufe immer 4 Liter Kanister, werde ich unten mit verlinken. Zeige euch nachher auch gleich noch, welches Öl es ist. Aber fürs Öl zahle ich immer irgendwie 22 € oder 23 € so in dem Dreh für 4 Liter. Und ich sag mal, da lohnt es sich echt, das selber zu machen. Ja, hier nochmal der Ölmessstab. Weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt hier. Also hier ist voll und da unten ist halt Minimum, also Maximum, Minimum. Und der Ölstand sollte sich immer so, sag ich mal, ein bisschen über der Mitte befinden. Ich habe den jetzt extra schon mal ein bisschen sauber gemacht. Ja, aber dann habt ihr den auch mal gesehen. Und nun ist es auch schon soweit. Da kommt nichts mehr. Alle, so wie es sein soll. So, aber ich brauche noch mal einen Lappen hier. Ja, meine schönen Fließtücher, dass wir eben ein bisschen den Schlauch mal sauber machen. Ne? Im Endeffekt wieder dasselbe wie vorhin, bloß andersrum: Stopfen rauf, Schelle rauf, Festschrauben nicht vergessen. Jetzt einfach wieder hinterfriemeln. So, unsere Schelle da wieder rauf, damit der Schlauch auch da bleibt, wo er sein soll, und zwar am Rahmen. Einfach raufdrücken. Fertig ist das. Das können wir noch ein bisschen sauber machen. Ja, dann holen wir mal das Öl und dann geht das los. Ich nutze hier dieses von Castrol, ein 20W50 Öl. Ein schönes Einfüllkännchen, damit wir nicht allzu viel rumsabbern. Oh, schmatz schön. Machen wir uns mal 1 Liter da rein. Zack. Oh, sieht gut aus, aus wie Cola. Und dann kann der erste Liter schon mal eingefüllt werden. Macht sich mit so einer Kanne übrigens super. Gibt es kein Kleckern, kein gar nichts. Man kann auch einen Trichter nehmen und den oben aufsetzen. Aber ich habe mir mal so eine Kanne geholt. Puh, ist 2 € oder was die mal gekostet hat bei Louis. Der erste Liter ist drin. Holen wir uns mal den zweiten. Also im Endeffekt ist es so, wir brauchen mit Ölfilterwechsel 2,6 Liter Öl. Jetzt haben wir den Ölfilter nicht drin, sind wir bei 2,45 Liter Öl, die wir auffüllen werden. Da muss man auch nicht das teure Harley-Öl nehmen. Wie gesagt, das 20W50 gibt es auch von anderen Herstellern und ist mindestens genauso gut. Und jetzt brauchen wir noch mal 450 Milliliter. Die Kontrolle erfolgt dann ja mittels Ölmessstab. So viel zum Einfüllen, ne? Wie gesagt, Ölstandskontrolle immer vorher den Motor laufen lassen.
ja, so circa 2 Minuten, sagt man, und im warmen Zustand wird dann gemessen. Mal gucken, ob wir da einen Unterschied erkennen können. So, ja, jetzt sind wir so schon bei gut halb voll. So. Ja, muss nicht ganz so laut sein. Können wir auch die Klappen mal zulassen. Tonus leise. Das reicht auch. So, einmal den Ölstand jetzt kontrollieren. Ölmessstab raus. Einmal sauber machen das Ganze. Wie gesagt, hier ist voll. Da ist Minimum. Und ich sage mal, wir sollten uns so in der Mitte befinden. Und dann passt das. Ja, da können wir es, glaube ich, ganz gut sehen. Eingeklickt und geguckt. Bisschen mehr als die Hälfte sozusagen. Also alles völlig in Ordnung. Würde ich sagen, alles richtig gemacht. Und damit ist der Ölwechsel dann beendet. Wie gesagt, das Öl, was ich verwendet habe, werde ich dann nochmal unten mit verlinken. Lieben Gruß geht hiermit raus an den Frankie auch, ja, der auch eine super Idee hatte für das nächste Video, was wir machen werden, ist dann zum Thema ABS und ABS-Entlüftung, Fehlermeldungen löschen etc. pp. Also seid gespannt, was da kommt. Da gibt es nochmal ein Special-Video, was der Frankie sich gewünscht hat, und dann kriegt er das auch. Und in diesem Sinne sage ich dann mal viel Spaß beim Nachmachen, ja. Immer schön vorsichtig sein und ringeballert. Tschüss.